Hallo, da ist Florian Rackl vom Gardasee, heute vom Chaibo Golf Club mit meinem Kollegen Christopher Baumgartner. Wir werden die Swingfix-Serie gemeinsam machen, was glaube ich sehr, sehr interessant ist und auch euch zugute kommt. Wir haben heute den ersten Schwung vom Julian bekommen. Vielen Dank, Julian. Der Julian hat geschrieben, er spielt seit circa einem Jahr Golf, ja, und teacht sich hauptsächlich selber mit meinen Videos. Finde ich ziemlich cool. Der Schwung schaut sehr, sehr gut aus. Und der Julian sagt, er hat das Gefühl, Early Release zu haben, das heißt, der Schläger release zu früh durch den Ball. Und er kämpft, je länger der Schläger wird, mit einer Rechtskurve. Wir haben uns den Schwung vom Julian schon mal ganz genau angeschaut. Wenn wir uns den Julian hier mal von Face On anschauen, dann sehen wir ein sehr, sehr gutes Setup. Ja, sehr neutral, sehr cool. Auch das Takeaway, der Start in den Rückschwung, schaut sehr, sehr gut und kompakt aus. Wenn wir hochgehen in die Top-Position, auch die schaut sehr, sehr gut aus, vor allem wenn ihr bedenkt, dass er wirklich erst seit knapp einem Jahr Golf spielt. Das Problem sehen wir dann eher im Durchschwung, und zwar von dieser Perspektive sehen wir besonders gut. Hier seht ihr jetzt den Winkel zwischen seinem linken Arm und dem Schlägerschaft. Der bleibt beim Durchschwungstart sehr, sehr gut, löst sich dann aber relativ früh auf, wie ihr jetzt hier seht, und zum Treffmoment hin ist der Winkel zwischen dem linken Arm und den Schlägerschaft schon in die andere Richtung. Das heißt, Early Release auf jeden Fall ist nicht gut für Länge und auch konstant gute Treffer. Ja. Das andere Problem sehen wir dann aus der anderen Perspektive. So, wenn wir jetzt hier in den Aufschwung gehen, auch von down the line, schaut das sehr, sehr gut aus. Schlägerschaft leicht laid off in einer super Position. Schlägerblatt komplett gerade, Handrücken sehr gut. Also eine sehr, sehr gute, kompakte Position. Doch wenn wir jetzt in den Übergang, Einleitung, in den Durchschwung gehen, dann sehen wir hier, dass der Schläger anfängt steil zu werden. Und das ist hervorgerufen durch eine zu aktive Bewegung aus der linken Schulter. Er beginnt quasi den Abschwung mit der linken Schulter und sie dreht nach hinten links zu viel weg, wodurch der Schläger steil wird. Ja, und auch der Abstand zwischen seinem rechten Oberarm und dem Oberkörper zu groß wird. Ja, somit haben wir dann im Endeffekt eine Schwungbahn, die nach dem Treffmoment zu sehr nach links geht. Ja, und somit, je länger das der Schläger wird, die Rechtskurve natürlich hervorgerufen, auch ein bisschen durch einen Block, dass der Schläger nicht wirklich released, auch hervorgerufen durch den Early Release. Also hier können wir dir auf jeden Fall weiterhelfen, lieber Julian, und genau das werden wir jetzt machen. Im Grunde genommen aber wirklich schon ein sehr, sehr guter Schwung. Ja, ja? Sehr gut. Gut, dann gebe ich mich mal in die Position. Gut, Baumi, hilf mir mal kurz durch. Das heißt, ich gehe mal in den Aufschwung, in die oberste Position. Hier haben wir gesagt, Top Position sehr gut. Problem, erste Problem, Einleitung, Abschwung. Ja. Wie startet der Julian den Abschwung? Der Abschwung wird gestartet zu sehr aus der linken Schulter. Die sich zu sehr in diese Richtung nach hinten dreht. Ja. Ja, was wir hier sehen, halte mal kurz die Position. Ja. Der Winkel hier aus Oberkörper, Unterkörper ist spitzer als der Winkel hier. Hier ist der Winkel weit, hier ist der Winkel spitz. Ja. Sollte genau umgekehrt sein. Und ihr seht jetzt auch hier zwischen meinem rechten Oberarm und dem Körper, Oberkörper ist relativ viel Platz hier auf dieser Seite. Was wir sehen, der Schlägerkopf hier, leicht over the top, das heißt hier im Vergleich zu den Händen zu weit vorne. Ganz genau. Deshalb auch das over the top, Julian, weil du eben zu sehr mit der linken Schulter startest in den Durchschwung. Des Weiteren löst sich dann auch als Folgefehler der Winkel zwischen Unterarm und Schläger zu früh auf, da Early Release, und Schwungrichtung zu sehr nach links, wo wir da schon was vorbereitet haben dann für die Korrektur. Ja, soweit zu dem Problem, was der Julian generell hat. Ja, und wir werden uns jetzt an die Lösung geben. Jawohl. Okay, Baumi, was machen wir? Gut, ich führe jetzt einmal den Florian in die richtige Einleitung Abschwung. Okay. Das heißt, gehen wir mal in die Top-Position. Gut. Wir haben von diesen Winkeln gesprochen. Da haben wir gesagt, Julian, sehr gut, das passt. Ja. Ja, du konzentrierst dich jetzt einmal, dass du diese Position hältst, ja, dass du oben einmal komplett stehen bleibst. Pause. Jetzt siehst du im Augenwinkel diese linke Schulter. Die linke Schulter sollst du jetzt schauen, dass die nicht nach hinten wegdreht, sondern dass sie gefühlt mehr in den Himmel rauf geht. Genau. Ja, das heißt, die Bewegung, geh nochmal rauf in den Top Position, ja, die Bewegung schaut so aus, dass
die Schulter sich mehr nach oben bewegt. Als Checkpunkt hast du hier Unterkörper, Oberkörper, weiter Winkel. Ja. Und hier der spitze Winkel, wie das aussehen sollte. Ganz genau. Ja. Geh nochmal rauf. Ja. Und beweg dich nochmal runter. Sehr gut. Das ist einmal die Einleitung oben. Übergang, Aufschwung, Abschwung. Genau. Checkpunkt linke Schulter. Wie du den Durchschwung startest. Es ergeben sich durch das weiters positive Veränderungen. Und zwar, wenn ich nochmal in diese Position heruntergehe. Du siehst jetzt auch hier, dass mein rechter Oberarm sehr, sehr eng am Oberkörper dran ist, was gut ist. Ja? Mhm. Wenn wir aus dieser Position schauen, siehst du jetzt auch, dass meine Hände und der Schläger viel weiter innen sind und nicht mehr so weit vorne, was auch dann viel besser für die Schwungrichtung ist. Wir haben hier noch einen kleinen Checkpunkt, dass wenn du in dieser Position bist und der Schläger ist parallel zum Boden, dann ist er auch parallel zur Ziellinie. Ja? Sehr guter Checkpunkt. Würdest du einen Draw bevorzugen, kann der Schläger auch etwas weiter innen sein, aber er sollte nicht außerhalb parallel der Ziellinie sein. Was wir aus dieser Sicht sehr gut sehen, kannst du dann am Video sehr gut checken, die Hände von Florian sind jetzt direkt unterm linken Schultergelenk. Das heißt, du kannst da quasi eine gerade Linie von oben nach unten ziehen. Die Hände sind weder vorne noch hinten. Genau. Ja, sie sind direkt auf der ganz genau. Linie. Ja, ganz genau. Gut, und durch diese gute Position, die du dann hier hast, haben wir dir hier noch etwas aufgebaut. Und zwar einen Alignment Stick, den du dir genau auf Höhe der Fußlinie in den Boden hineinsteckst. Ja? Und du versuchst dann nach deiner Pause oben, nach der guten Einleitung bis hierher, versuchst du den Ball zu treffen und diesen Stick hier nicht zu berühren. Genau. Und dann in die Endposition gehst. Ja, das ist dein Drill. Ja. Top Position, Schulter, Ellbogen, Position halten, ein bisschen wippen, damit das Ganze nicht so schwer ist. Und dann schlagst du den Ball durch. Genau. Ja. Und beobachte die Startrichtung deines Balles. Wenn der Ball rechts startet, beziehungsweise gerade startet, ist das Ganze gut. Wenn er links startet, wirst du auch höchstwahrscheinlich den Stecken treffen. Ganz genau. Gut, ich hoffe, Julian, du hast jetzt wieder ein paar Sachen zum Trainieren, dass wir dir hier weiterhelfen haben können. Und wir wünschen dir schon mal viel Spaß beim Training. Bitte kommentiert unten dran, wie euch das gefallen hat. Liked das Video, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Und wenn ihr euren Schwung von uns analysiert haben wollt, dann schickt mir einfach euren Schwung. Einmal down the line, einmal face on, bitte in Slow Motion an die eingeblendete E-Mail-Adresse, damit wir euren Schwung auch unter die Lupe nehmen können. Gut, dann soweit, eben noch viel Spaß beim Training und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss! Ciao.